Sie spielen eine zentrale Rolle. Und insgesamt wird die Nachbarschaftsarbeit in Bremen großgeschrieben. Wir haben uns bei den jetzigen Haushaltsverhandlungen auch bemüht, den Worten Taten folgen zu lassen. Haben seit längerem mal wieder das Budget unserer Bürgerhäuser, finde ich, substanziell aufgestockt und haben auch die soziale Quartiersarbeit insgesamt besser ausgestattet mit einem Landesprogramm Soziale und lebendige Quartiere, mit dem zusätzliche Projekte und Arbeit gefördert werden können. Wir haben auch eine zentrale Koordinierungsstelle noch hier im Rathaus in der Senatskanzlei geschaffen, mit dem Ziel, etwas zu unterstützen, was sehr entscheidend ist und auch etwas, was Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit immer erleben. Es gibt ganz viele quartiersbezogene Politiken, Fachpolitiken, ausdrückliche Quartiersarbeit. Und eine große Herausforderung ist, die so zusammenzubringen, dass es a. keine Lücken gibt und b. keine Überschneidungen, Doppelarbeiten oder Strukturen, die sogar gegeneinander arbeiten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, das zu koordinieren, damit man eine Nachbarschafts- und Quartiersarbeit in den unterschiedlichsten Feldern, Bildung, Gesundheit, Soziales, Sport, Sicherheit und Sauberkeit und so weiter und so fort hat, politische Bildung, Demokratieerziehung, dass man unterschiedliche Fachpolitiken dann auch gut integriert hat und aufeinander abgestimmt hat. Das gilt natürlich nicht nur in der jeweiligen Stadt, sondern das gilt auch im Lande, auf Landesebene und auf Bundesebene. Es ist so wichtig, voneinander zu lernen, die Best Practices an anderen Stellen zu rezipieren, auch andere teilhaben zu lassen an den eigenen Erfahrungen, dass ich mich sehr freue über die systematisierende und koordinierende Arbeit Ihres Bundesverbandes. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, lieber Stefan, werden wir jetzt auch einen Landesverband hier in Bremen gründen, genau, und werden damit natürlich auch die Koordinierungsfunktion noch stärker wahrnehmen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich nochmal für die Teilnahme bei allen bedanken, insbesondere natürlich bei denjenigen, die die Last der Organisation in der Geschäftsführung, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, zu tragen haben. Das ist nie ganz einfach und wünsche, ja, jetzt kann ich nicht sagen, eine schöne Zeit in Bremen, aber doch sozusagen eine sehr interessante Tagung, die am Ende bei allen hoffentlich das Gefühl zurücklässt, dass man wieder deutlich schlauer rausgegangen ist aus der Tagung, als man reingegangen ist. Ich glaube, das wird der Fall sein, wenn ich mir das Programm angucke. Und in diesem Sinne nochmal frohes Schaffen. Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und ganz, ganz herzliche Grüße aus Bremen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Bovenschulte. Während wir